In den Jahren, bevor ich nach Frankreich kam, tobte in den Wüsten Arabiens ein Aufstand. Die Beduinen führten dort einen Krieg, der sich gänzlich von allem unterschied, was wir aus den Gräben kannten. Mit kleinen, beweglichen Einheiten forderten sie die Macht eines Großreichs heraus. Vereint durch die Vision eines einflussreichen Kriegers. Eine Vision von Freiheit und Veränderung. Arabische Wüste. Ein gewaltiges Meer aus Sand und sonnenverbrannten Felsen. Und unter den endlosen Dünen Öl. Schwarzes Gold. Der Lebenssaft eines neuen, mechanischen Zeitalters. Seit mehr als 400 Jahren herrscht das Osmanische Reich über das Land und all seine Schätze. Doch nun regt sich Widerstand. Kleine Banden aufständischer Beduinen haben sich zusammengetan, um das Reich zu stürzen. Sie kommen ohne Warnung und verschwinden dann in der Wüste. An ihrer Seite kämpft ein einsamer britischer Offizier, dessen Heldentaten in aller Munde sind. Die Welt gab diesem Mann den Namen Lawrence von Arabien. In der Wüste braucht man eine gute Planung und eine Portion Glück. Und vor allem Letzteres meinte es gut mit uns, als wir von einem kürzlich entgleisten Zug der Osmanen erfuhren, der eine äußerst interessante Fracht geladen hatte. Eine kleine Patrouille hatte sich den Osmanen angeschlossen, die den Unfall überlebt hatten. Gemeinsam bewachten die Männer das Wrack und warteten auf Verstärkung. Wenn dein Feind bessere Waffen und Ausrüstung hat als du selbst, bestiehl ihn. Ein einsamer Krieger hat gegenüber einer Streitmacht nur einen Vorteil. Er kann sich unbemerkt bewegen. Mord rufen und des Krieges Hund entfesseln. Teslim ol! Siftere gir! Etrafı sor!
Etwas zu sehen oder in den eigenen Händen zu halten. Das war's. Tja, du dachtest nicht, dass wir rechtzeitig hier sein würden, um dich zu stellen, oder? Lawrence von Arabien. Eigentlich hatte ich fest darauf gehofft. Herr Lawrence! Das ist ja raffiniert. Nun wird der Jäger zum Gejagten. Also, wer bist du? Oh, wirklich sehr amüsant, meine Liebe. Ahmed. Amüsant? Gäbe es keine Männer wie sie, wäre ich frei. Frei also? Du bist frei, wenn du stirbst. Und ich verspreche dir, das Reich wird euch allen diese Freiheit schon sehr bald schenken. Während wir hier stehen, flügt eine Bestie durch die Wüste. Eure Freunde, Familien und Häuser ebenso vernichtet wie eure Schlupfwinkel. Bald könnt ihr nirgends mehr hin. Es ist vorbei. Bald ist alles, was ihr kennt und liebt, nur noch Asche. Und dann habt ihr eure Freiheit und sterbt. Ihr Bestien! Sarah! Ich weiß, dass du dir nichts mehr wünschst, als diesem Mann die Haut von den Füßen abzuziehen und ihn nackt in die Wüste zu jagen, damit er krepiert. Bedenk es nochmal. Du hast recht. Es tut mir leid, meine Freundin hier ist mitunter etwas schroff. Sie werden mir jetzt sagen, wie wir ihren Zug erreichen, damit er uns in die Falle geht und zerstört werden kann. Unmöglich. Um überhaupt mit dem Zug kommunizieren zu können, bräuchtet ihr ein ganzes Buch voller geheimer Codes. Oh, Sie meinen dieses hier. Ihr werdet den Fortschritt niemals aufhalten! Eines Tages wird die ganze Welt nach eurem Land und dem schwarzen Gold unter seinem Sand greifen! Warten wir es ab, mein Freund.